Unser Berggebiet ist sehr abwechslungsreich. Wir haben tolle Trails, wir haben aber auch, wenn man dann runterkommt, einen Freizeit- und Badesee. Und wir haben auch Föhngeräte, wo man aus Spaß mal einen halben Tag fahren kann. Wir bei uns in Savonin haben eigentlich schon seit 20 Jahren die Wege getrennt. Es gibt Bikewege, es gibt Wanderwege. Dadurch haben wir eigentlich nie Probleme gehabt. Wenn man mal einen Wanderer trifft und ein Biker kommt, die haben auch etwas Verständnis zueinander, weil heute ist ja jeder, macht ja alles. Der Biker ist der Wanderer und umgekehrt. Selbstverständlich ist der Bahntransport mit dem Bike möglich. Aber nicht nur das, wir haben auch Bikebusse, die fahren von Montag bis Samstag hoch. Da können die Biker das Bike mitnehmen, ist kostenlos. Und auch der Ortsbus, also das Postauto, wie wir in der Schweiz sagen, können wir benutzen hier. Im Tal ist es kostenlos und in ganz Graubünden können ebenfalls Bike transportiert werden. Insgesamt sind 240 Kilometer ausgeschildert. Zusätzlich kann man aber 800 Kilometer auf GPS hinunterladen. Ja, mit den Schwierigkeitsgraden ist es natürlich so, weil wir ja ein Gebirgskanton sind, eine Gebirgsgegend, hat es natürlich mehr etwas im mittleren, schweren Bereich als im leichten Bereich. Ich würde mal sagen, ungefähr 30-40% sind relativ leicht bis mittel und so 50-60% sind dann schon schwer. Wobei man muss natürlich unterscheiden zwischen konditionellen Schwierigkeiten oder fahrtechnischen Schwierigkeiten. Ja, da auf die Beschilderung dürfen wir besonders stolz sein. Das machen wir auch schon, seit über 20 Jahren beschildern wir schon. Unsere Beschilderung in Savonin, das gilt auch für ganz Graubünden, sind einheitlich beschildert. Wir haben so dreistellige Nummern. Man kann auf dem Internet oder auf dem Bikeflyer kann man sich die Tour anschauen und dann fährt man nur noch der Nummer nach. Und das klappt ausgezeichnet. Und das sind also wirklich 240 Kilometer in Savonin ausgeschildert, aber auch in die Nachbartäler kann man mit den Schildern weiterfahren, das klappt, das wird übernommen und wie gesagt in ganz Graubünden 4000 Kilometer beschilderte Bikewege. Mit dem GPS ist es so, wir haben das. Die 800 Kilometer, habe ich erwähnt, sind auf dem Internet, die kann man kostenlos hinunterladen. Dann hat es aber auch GPS im Shop. Es gibt einige Geräte, die können wir hier vermieten. Mittlerweile ist es aber so, mit den iPhones hat jeder fast schon sein eigenes GPS dabei.